Schwestern und Brüder, ich freue mich, dass wir auch einige Kinder hier bei uns haben, die sich vermutlich im Laufe der Heiligen Messe immer wieder einmal merkbar machen, als Zeichen dafür, dass sie sich auch beteiligen hier an unserer Feier. Wir sind am Bündnistag zusammengekommen und das heißt, wir schauen in besonderer Weise auf die Gottesmutter, wie sie am 18. Oktober 1914 in der kleinen Kapelle, einer Friedhofskapelle im Ort Schönstadt, sich niedergelassen hat. Und das ist ein Vorgang, der uns und im Laufe der Geschichte sicher ganz viele Menschen bewegen wird. Ich habe heute die Gelegenheit gehabt, dass ich mit der Familie Wiedeck mit nach Mariazell gewallfahrt. Das Wetter war jetzt nicht ganz so schön, aber in der Basilika und dann unmittelbar vor dem Altar, wo die Zelle sozusagen ist, wo die Gottesmutter in besonderer Weise als die Schutzpatronin der österreichischen Kirche und auch der ungarischen verehrt wird, da brauchte man nicht nach außen schauen, es regnete oder nicht, jedenfalls war das eine sehr schöne Begegnung, die ich da mit der Gottesmutter hatte. Leider haben wir hier nicht die Messformulare, die wir sonst in unseren Marienmessformularen haben, wo auch ein Messformular eigens für Mariazell zu finden ist. Sonst hätte ich diese heilige Messe begangen. Und so schauen wir auf Mariazell, vielleicht auch auf andere Wallfahrtsorte, die uns einfallen, und stellen fest, in Schönstadt, da ist es ganz anders. Da ist nicht die Gottesmutter erschienen, wie in Lourdes oder in Fatima. Oder da ist auch nicht etwas Besonderes passiert, dass ein Mönch die Statue der Gottesmutter genommen hat und daraus entstand dann eine immer größere Wallfahrt über die Grenzen dieses Landes hinaus. Aber die Schönstadt, Mutter Gottes, wenn ich so sagen will, die hat sich nicht nur an ihrem Ursprungsort, dort am Rhein in der Nähe von Koblenz in Deutschland, niedergelassen, sondern sie wollte in ihren Heiligtümern überall in der Welt sein, inzwischen in allen Kontinenten. Und wenn wir im Jahre 2014 die 100-Jahr-Feier dieses Geschehens begehen, dann kommen ganz viele von überall her, die viele Strapazen und Mühen und auch viel Geld aufgewendet haben, um dabei zu sein. Und es hat einer unserer Leute, die das vorbereiten, gesagt, wenn es uns dann gelingt, bei diesen vielen Leuten an diesem Tag, am 18. Oktober 2014, der Gottesmutter zu begegnen, ihren Blick auf uns zu spüren, dann ist das etwas ganz Besonderes und wir werden sicher in besonderer Weise die Gnade des Heiligtums empfangen. So mag diese Bündnisfeier heute auch einen Blick auf diese Feier sein, wo wir vielleicht uns dann auch wiedersehen werden. Ich jedenfalls werde da dabei sein und ich freue mich, je nachdem, wenn es so sein soll, dass ich auch dort viele aus vielen Nationen empfangen habe.
Aber besinnen wir uns seinen Augenblick. Was ist das Besondere? Was ist das Besondere dieses Gnadenortes der Schönstattbewegung? Wovon der Pater Kentelich als unser Gründer, der immer mehr zum Vater seiner Schönstattfamilie geworden ist, immer gesagt hat, das ist etwas, was die ganze Kirche beschäftigen, bewegen, inspirieren soll. Deswegen ja schon in den 20er Jahren, als es noch keine anderen Heiligtümer gab, als nur dieses Ursprungsheiligtum, gesagt hat, im Schatten dieses Heiligtums werden sich die Geschicke der Kirche auf Jahrhunderte entscheiden. Ein prophetisches Wort. Damals hat er noch nicht gewusst, dass das Heiligtum sich ausbreitet und damit die Gottesmutter überall in den Heiligtümern gegenwärtig ist. Aber später hat er gesagt, dieser Vorgang, dass es diese Vervielfältigung gibt, ist ein Zeichen dafür, dass das Wort vom Schatten des Heiligtums tatsächlich Wirklichkeit werden soll. Also ein wichtiges Ereignis, das eine große Wirkung hat. Immer dann, wenn ich sage, die Gottesmutter hat eine große Wirkung, muss ich an die österreichische Schönstattfamilie denken, die irgendwann einmal vor einigen Jahren zur 25-Jahr-Feier des ersten Heiligtums in der österreichischen Schönstattfamilie gesagt hat, in der Überzeugung, die aus ihrem Glauben herausgewachsen ist, sie wird. Ich denke, dass das etwas ist, was uns allen ganz klar ist, die wir hier zur Schönstattbewegung, zur Schönstattfamilie gehören. Aber es soll auch klar sein für die ganze Kirche, dass sie wird. Und in diesen Tagen haben wir das vielleicht besonders erlebt im Blick auf den Krieg in Syrien, den Bürgerkrieg dort, wo der Papst Franziskus ausdrücklich als Vigilfeier für den 8. September, also den Geburtstag der Gottesmutter, ganz besonders auf die Gottesmutter hingewiesen und auf ihre Fürsprache vertraut, dass sie als die Königin des Friedens durch ihre Fürbittmacht mithelfen kann, dass Frieden in dieser Welt herrscht, und besonders eben in dieser Region des Nahen Ostens. Und ich sage das immer wieder, man liest das ja nicht in den Zeitungen, da liest man, dass die Politiker sich besonnen haben und dass der Putin und der Assad jetzt und der Obama anders denken. Aber warum? Und woher kommt es, dass sie sich verändert haben, dass sie anders sind, dass sie sich gewandelt haben in ihrer Einstellung? Und da können wir als gläubige Christen, die mit dem Papst zusammen dieses nächtliche Gebet und diesen Fasttag begangen haben, sagen, dass, um so ein Wort einmal aufzugreifen, dass der Papst mit seinen Divisionen zusammen war, gekommen ist, sondern Pater Kentelich
Sicherlich hat sie mich auch anregen lassen, weil sie immer wieder gesagt hat, wir wollen durch das, was wir aufnehmen, immer wieder fragen, was willst du, lieber Gott? So hat er in der Zeitung gelesen gehabt, dass da jemand im Süden von Rom in Valle di Pompei einfach angefangen hat, ein Laie übrigens, angefangen hat, zu beten und diesen Ort zu einem Wallfahrtsort zu machen. Und hatte dann die Frage, kann das nicht auch so ähnlich wie damals hier bei uns sein, dass wir anfangen, dass wir auf die Gottesmutter zugehen und dass wir ihr sagen, sie soll sich niederlassen und soll bei uns sein und bei uns. Und deswegen, so haben wir damals das ausgedrückt, hat er sie angelegt, wir wollen der Gottesmutter sanfte Gewalt antun. Ein schönes Wort, aber auch ein Wort, das uns deutlich macht, man muss etwas tun, wir müssen etwas tun, damit die Gottesmutter gegenwärtig und wirksam in Schönstadt ist die Mitwirkung von Menschen für das Wirken Gottes nach dem Plan Gottes, wie Malakentelich ihn erkannt hat, absolut notwendig. Deswegen sie in dieser Gründungsurkunde aus dem Munde von Malakentelich dann ja auch gesagt hat, beweist mir erst, dass es euch ernst ist, dass ihr mich wirklich liebt. Dann will ich mich gerne bei euch niederlassen. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Gottesmutter mit unserer Mitarbeit rechnet. Wenn sie sich egal wo, irgendwo niederlassen soll und niederlassen möchte, nach unseren Gläubigen, unserer gläubigen Hoffnung und Überzeugung, es ist die Gottesmutter, die sich niederlässt. Es ist die Gottesmutter, die wirkt. Es ist die Gottesmutter, die nach dem Plan Gottes uns diese Gnade der Beheimatung, der Wandlung und der apostolischen Fruchtbarkeit schenkt. Aber wir dürfen mit dafür sorgen, dass sie das tut. Und so war das damals. Damals am 18. Oktober 1914. Und unser Gründer hat ausdrücklich gesagt, ich sage das und ich merke, ihre Herzen haben Feuer gefangen. Das soll ein Feuer sein, das in unseren Herzen brennt und nicht erlischt. Das ist also der Vorgang. Und wenn wir uns fragen, wie ist das so entstanden, dann können wir uns an zwei Worte Pater Kentenis erinnern, die er immer wieder nicht nur im Blick auf diesen Gründungsvorgang, aber auf ihn ganz besonders gebaut hat. Er hat gesagt, in unserer Schönstadtbewegung gibt es eine Erkenntnisquelle und eine Lebensquelle. Und wenn er dann das entfaltet hat von der Erkenntnisquelle, dann hat er vom Vorsehungsglauben gesprochen. Gott gibt uns schon die Zeichen, indem er uns sagt, was wir tun sollen, was jetzt dran ist, was jetzt entschieden werden soll. Aber es ist oft so, dass er ganz leise spricht. Und dazu hat Pater Kentenich, um den Vorsehungsglauben zu erklären, schon einmal gesagt, Gott spricht so leise, dass man ihn überhören kann. Aber immer auch so laut, dass man ihn hören kann. Und es ist für uns als Trendstädter eine Selbstverständlichkeit, dass wir ganz aufmerksam sein wollen, um diese Zeichen Gottes zu verstehen, aufzunehmen in uns, damit wir seinen Willen, seinen Plan erkennen. Und dann, wenn wir das erkannt haben, dann auch kräftig in diesem Sinne handeln, auch wenn andere um uns herum das vielleicht überhaupt nicht.
nicht verstehen und uns vielleicht sogar anfeinden. Also das ist die Erkenntnisquelle. Die Erkenntnisquelle, die immer zu allen Formen für unser christliches Leben überhaupt und für uns als Schönstädter, als Einzelne und als Gemeinschaft entscheidend ist. Und dann das andere, die Lebensquelle. Ohne diese Lebensquelle können wir nicht leben. Und ohne diese Lebensquelle können wir auch den Vorsehungsglauben nicht in der Fülle haben. Und diese Lebensquelle, so sagt er, das ist das Lebensbündnis. Das ist das Lebensbündnis, das die Gottesmutter gewollt hat. Das ist das Liebesbündnis, das sie am 18. Oktober ein für alle Mal gestiftet hat. Sie hat immer wieder zum Ausdruck gebracht, dass eben dieses Liebesbündnis wirklich ein gegenseitiges Bündnis ist. Die Gottesmutter, die tut etwas. Ja, sie tut nicht nur etwas, sondern sie tut alles. Aber auch wir sollen etwas tun und auch nicht nur irgendetwas, sondern alles tun. Nichts ohne dich, nichts ohne uns, das ist das bleibende Gesetz dieses Liebesbündnisses, das wir heute haben. Und liebe Schönstadt-Familie aus der Steiermark, manche von Ihnen haben vielleicht schon erkannt oder erahnt, weswegen ich diese Einleitung mache. Denn es gibt so einige Leute unter uns, vielleicht ist es sogar die Mehrzahl, die sagen, so wie damals am 18. Oktober 1914 die Gottesmutter sich niedergelassen hat und wie sie das getan hat in ganz vielen Ländern und an ganz vielen Orten und in ganz vielen Diözesen, so soll sie sich auch hier unter uns, in der Steiermark, niederlassen. In dem Sinne, dass dadurch ein Heiligtum entsteht, das unser steirisches Heiligtum ist. Natürlich sind das Gedanken, sind das Überlegungen, muss man fragen, erkennen können. Haben wir genügend Zeichen dafür, dass das so sein soll? Das ist Ihre Aufgabe als Schönstadt-Familie. Wenn Sie sich da einig sind, und ich denke, man ist sich dann einig, wenn man weiß, wo denn die Gottesmutter ihr Heiligtum haben soll, dann auch mit aller Macht und aller Kraft darauf zugehen, denn wenn das der Plan Gottes ist, dann werden wir ihn auf jeden Fall verwirklichen können. Denn niemand hat mehr Möglichkeiten als Gott. Und können wir hinzufügen, niemand hat auch mehr Geld als die Gottesmutter, wie das schon der heilige Don Bosco gesagt hat. Aber das ist die Frage. Da geht es vielleicht in der spanischen Schönstadt-Familie drauf zu. Ich bin von außen gekommen, ich habe das jetzt hier aufgenommen in den letzten Tagen und ich bin ganz dankbar, was ich alles an Leben da aufnehmen durfte, an den verschiedenen Orten in der Steiermark. Aber das war auch so. Das ist Ihre Sache. Und ich denke, es geht darum, dass wir die Erkenntnisquelle ganz ausschöpfen. Die Frage ist jetzt an der Zeit, es ist noch nicht an der Zeit. Und wenn dann irgendwelche Leute sagen, also ihr seid auch nicht viel genug, ihr könnt auch nicht ein ganzes Schönstadtzentrum tragen, dann gibt es sogar Leute, die sagen, müssen mindestens 300 Leute sein, die also in Runden sind, wie man hier sagt, und sich dafür einsetzen, oder mindestens 100 Häuser sind des Ideals der heiligen Stadt, das wir kennen, zumal vom Heiligtum auf dem Kahlenberg her. Ja, das mag sein, dann
will Gott, dass wir uns mehr entfalten und in alle Gliederungen, im Institut, der verschiedenen Gemeinschaften, im Bund der verschiedenen Gemeinschaften und in der Liga der verschiedenen Gemeinschaften immer mehr werden, damit wir eine tragfähige Gemeinschaft sind und so etwas wagen dürfen. Denn wenn Pater Kentlich gesagt hat, im Blick auf den 18. Oktober, das war das größte Wagnis unseres Lebens, meines Lebens. Eben ein Wagnis, das wir nur in einem ganz tiefen Glauben überhaupt unternehmen konnten. Dann gilt das auch für uns. Unser Glaube ist nicht ein schöner, fester Glaube, wir brauchen nur an alles zu glauben, was die Kirche lehrt und dann ist es gut. Nein, unser Gründer sagt, unser Glaube soll zu einem Glauben, das mitten im alltäglichen Leben standhält. Und wo es viele Wagnisse gibt, die wir auf uns nehmen, weil wir wissen, wir stehen auf der Seite Gottes und der Gottesmutter. Und deswegen können wir und sollen wir auch etwas wagen. Also, liebe Schwestern und Brüder, ich könnte jetzt noch, bin so innerlich angeregt, ganz viel darüber weiter sprechen. Aber ich meine, es sollte das am heutigen Bündnistag auch hier gesagt hat, wie das schon in verschiedenen Gelegenheiten zur Sprache gekommen ist. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie mit großer Freude sich einsetzen für ein breites und tiefes Wachstum der Schönstatt Familie, auf das das Ereignis des Bündnisses, das Ereignis des Liebesbündnisses einmal für Sie an einem bestimmten Ort und in einem bestimmten Heiligtum Wirklichkeit wird und dort dann die Gottesmutter sich niederlässt, um die Gnaden auszuteilen, die gerade die steirische Schönstatt